Hallo, liebe Zuschauer von Wermelskirchen TV. Willkommen in unserem wunderschönen Kino in Wermelskirchen. Heute zu einer Lesung von Thomas Krüger zu seinem dritten Roman über Erwin und seine Lieblingsente. Ein Krimi. Dritter Teil. Leute, heute im Kino, weil so viele Leute interessiert sind. Und was ich euch zu Thomas sagen kann, ich kenne Thomas von meiner Studienzeit und wir waren richtig gute Kumpels. Und was ich über ihn als Mensch sagen kann, ist einfach, er steckt voller Ideen, sein ganzer Kopf war voll mit Worten, Wortspielereien, immer ein bisschen schräg, mit sehr viel Humor und noch viel mehr Herz. Das zeichnet ihn aus. Und so habe ich ihn auch wieder getroffen und immer bescheiden geblieben, trotz diesen tollen Leistungen, die er bringt. Ich muss sagen, es ist für mich eine große Ehre, dass ich ihn kenne und dass wir heute wieder dabei sein dürfen. So, und jetzt gehen wir mal rein und horchen und lesen. Das habe ich in den ersten Büchern heilig durchgehalten, ist ein Mensch, der niemals Auto fährt, niemals Fahrrad fährt. Er geht immer zu Fuß, er hat kein Telefon, keinen Computer, ist von jeder Technik freigestellt, liebt er auch. Und im dritten Buch muss er erstmals in seinem Leben längere Zeit das heilige Bramschenweg verlassen. Da geht es, weil seine Freundin Lina Fiekens, das darf ich jetzt so sagen, seine Freundin, ihre Schwester besuchen will, ihre Schwester Theresa, fährt sie auf die Insel Odinsee. Und die Insel Odinsee ist auf dem letzten Bild, das ist die Insel Odinsee. Ja, ja. Da habe ich mich von Hiddensee inspirieren lassen und tatsächlich hat die Insel Hiddensee so eine schnabelähnliche Gestalt. Das passte natürlich nur zu gut. Auf dieser Insel ist Lina Fiekens, und da fange ich auch gleich an zu lesen, plötzlich verschwunden. Erwin ist zu Hause geblieben, weil er sich natürlich nicht traut. Du Thomas, ja. Wo erholst du deine Ideen für deine Bücher? Das weiß ich gar nicht, die fallen mir so ein. Ich wache auf und denke plötzlich, ach, auf einer Insel, die es nicht gibt, kann man ja auch mal ein paar umbringen. Mit einer Ente, beziehungsweise mit einer Ente als Ermittler. Und dann schreibe ich. Und wenn man erstmal angefangen hat zu schreiben, muss man das zu Ende bringen. Irgendwie. Das geht. So eine Ente wie die da? Ja. Ja. Also das ist eine Laufente. Das ist Lothar. Lothar die Laufente. Die hilft dem Ermittler, Erwin Düsedieker, die Fälle aufzuklären. In diesem Fall auf Odinsee, wo die vielen Toten liegen. Ja. Aber du hast ja gesagt, ich bin schöner. Ja, auf jeden Fall. Du bist unglaublich schön. Ich würde sagen, du hast schon mehrere Schönheitswettbewerbe gewonnen, Socke. Befürchte ich, vermute ich mal. Also, ich bin so geblendet von deiner Schönheit. Und in der Zeitung steht etwas von einem Mord auf der Insel Odinsee. Es ist eine Tote gefunden worden. Eine etwa 70-jährige Frau, die noch nicht identifiziert ist. Da kriegt Erwin Panik. Fange ich also an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Mord auf der Trauminsel. Klaustritz, 28. Juni. Das friedliche Odinsee steht unter Schock. Im nördlichen Vogelschutzgebiet der Insel wurde die Leiche einer etwa 70-jährigen Frau gefunden. Wer ist schöner? Ich oder Lothar? Du bist so schön. Du bist so schön, Socke. Das ist unbeschreiblich, wie schön du bist. Ich würde nie was anderes behaupten. Ich kann man gar nicht. Fürchtet man, die grausige Geschichte könnte langfristig Urlauber von einer Reise nach Odinsee abhalten. Lina? Erwin starrte Arno an. Nee, hör auf! Das ist doch nicht Lina! Bestimmt nicht! Gibt es einen persönlichen Bezug zu deinem neuesten Abenteuer? Einen persönlichen Bezug. Gibt es einen persönlichen Bezug, Lothar? Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen werden strikt geleugnet. Nee, es ist eine reine Fantasiegeschichte. Eine reine Fantasiegeschichte, die allerdings Fortsetzung von zwei anderen Kriminalromanen ist. Der erste Kriminalroman mit Erwin Düsedieker, da spielte Lothar eine wichtige Rolle und Erwin. Beim zweiten Lothar und seine Freundin Lisbeth. Die ist jetzt nicht da. Und im dritten Buch
Dem Neuen haben sie ein Kind, Alfred, eine schwarze Laufente. Wo ist der eigentlich, Alfred? Das weiß man nicht. Alfred macht, was er will. Aber einen persönlichen Bezug gibt's eigentlich nicht. Ich denke mir das aus. So läuft das dann. Nee, die sagt nur, du machst dir bestimmt Sorgen, weil Lina doch, ne? War ja selbst ganz erstaunt, die Hilde, wie sie das so liest, ne? Aber Hilde, die vermutet doch was, oder? Nee, sag nur, besser nichts Erwin sagen, mach's Mensch, nur Sorgen. Mensch, hast du Fantasie. Hab ja sonst nichts. Ich kann ja nichts anderes. Ich muss das machen. Woher kommt denn deine Zuneigung zu so Außenseitern? Ach, Außenseiter? Der Erwin. Wie Erwin. Ja, Erwin ist ein Außenseiter. Erwin ist vom Leben ein bisschen gebeutelt. Und ich finde diese Figuren interessanter als die Helden, die Starken. Denen muss man ja nicht helfen. Aber so einer wie Erwin, der als dumm gilt, sich seltsam benimmt und wenig Freunde hat, den finde ich eigentlich sehr interessant. Weil er ein herzensguter Mensch ist, der Erwin Socke. So wie du. So schön wie du ist er nicht, aber so gut wie du. Arnos Beweggründe, ihm den Artikel dennoch zu zeigen, verwirrten Erwin. Was steckte dahinter, Fürsorge oder Sadismus? Erwin hielt es nicht mehr am Küchentisch. Er erhob sich und atmete tief durch. Sein Herz schmerzte. Nur Touristin. Er räusperte sich. Das kann nicht Lina sein, die ist doch bei ihrer Schwester, hilft da auf dem Hof. Die hat gar keine Zeit für Steilküste und so. Da ist viel zu tun. Ich bin ein Mensch. Mehr als ein Mensch, Socke. Du bist ein eigenes Wesen. Apropos Mensch. Ja. Woher kommt denn deine Liebe zu Laufenten? Ich finde Laufenten hochinteressant, weil Laufenten Zweibeiner sind, wie wir Menschen. Aber eben Vögel. Menschen haben Hände und können Menschen umbringen. Erwürgen zum Beispiel. Das können Laufenten gar nicht, weil die haben Flügel. Können aber nicht fliegen. Was sie wieder zu hilft. Außerdem sehen Laufenten aus wie mein großer Freund Donald Duck oder Donald Duck. Und deswegen musste ich Laufenten verewigen in den Büchern. Du bist also ein Mickey Mouse Fan? Ja, wer ist das nicht? Ich bin ja auch mal Kind gewesen. Aber Donald fand ich tatsächlich interessanter als Mickey Mouse. Arno, hör auf! Erwins Herz pochte. Er sah aus dem Fenster ins Nichts der Äcker. Arnos Logik war bizarr und ärgerlich. Hatte er etwa angefangen, Kriminalromane zu lesen? Das konnte nicht gut gehen. Da ist nichts, Erwin, sagte Arno beruhigend. Trink mal einen Schnaps. Hast du nicht einen Schnaps? Also, Donald. Der hat mehr Stil. Ja, klar. Ist ja auch ein Loser. Der Donald fällt dauernd auf die Nase. Hat kein Geld, einen reichen Onkel, der ihm nichts vererben will. Wie schrecklich ist das denn? So, also im Grunde ist Donald wie Erwin. Mehr oder weniger. So sieht das aus. Wie gut hast du es, Socke, dass du so erfolgreich und so schön bist? Ja, das verdanke ich meinem Besitzer. Das glaube ich gerne. Wie alt ist Lothar? Lothar ist als Laufente ja noch nicht so alt. Die werden nicht so fürchterlich alt. Also ich denke mal, Lothar ist so ungefähr 2-3 Jahre alt. Seine Frau ist ähnlich alt. Das ist für Laufenten Erwachsenenalter. Und wenn ich noch 15 Bücher schreibe, wäre es dumm, wenn Lothar jetzt schon 10 Jahre alt ist. Ich glaube, so 10, 12 Jahre können die alt werden. Leider, mehr nicht. Macht noch 10 Fortsetzungen. Nee, 9 Fortsetzungen. Auf jeden Fall. Schnaps, na klar. Auf einen Wacholder-Schnaps oder mehrere war Arno natürlich scharf. Erwin holte die Flasche, um seine Ruhe zu haben. Die Flasche bunkerte er nur Arnos wegen. Erwin selbst trank nie. Arno bediente sich, erzeugte beängstigende Schluckgeräusche und ließ viermal Thomas? Ein kieliges... Boah. Noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Was gibt's Weihnachten bei euch? Was? Oh, die Frage ist berechtigt. Es gibt Vegetarisches, glaube ich. Vegetarische Karpfen, Fisch. Ich glaube, es gibt Fisch. Fisch. Dann war der Glanz in seinen Augen wieder aufgefrischt. Erwin fasste unterdessen einen Entschluss. Schnell und spontan. Doch auch als Folge der Vorwürfe, die er sich seit Linas Abreise gemacht hatte.
Los, rief er, wir müssen zu Hilde. Ja. Du musst mich nicht angucken. Da vorne, Mann. Ja. Die hat so ein Lügst du manchmal? Selten. Nur in äußersten Notsituationen. Zum Beispiel? Heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, jetzt zu lesen. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld.